Wir haben eine Herde von Kindern bewegt, wieder einmal mehr. Und es ist eine wahre Freude zu sehen, dass es überhaupt nicht darauf ankommt, was für Kinder wir vor uns haben. Wir haben Kinder mit geistiger Behinderung, Kinder mit körperlicher Behinderung, Kinder ohne sogenannte Behinderung. Und es kommt einfach nicht darauf an, weil Freestyle verbindet und Freestyle ist grenzenlos und hürdenlos. Und das haben wir heute wieder gemerkt beim Skateboarden, beim Frisbee, auch beim Capoeira machen und auch beim Breakdancen sowieso, dass Normen irgendwie nicht gesetzt sind, weil jeder für sich selber entscheidet, wo ist sein Ziel und wo ist seine Grenze. Und das sind auch die Instruktoren und sie behandeln ja alle Kinder so, wie sie es vor sich haben und gehen völlig natürlich auf sie zu, so wie sie einfach auf alle Menschen zugehen. Und das macht mich extrem glücklich und auch extrem stolz, um zu sehen, was wir für ein super Team haben im Hintergrund, wo genau das möglich macht, was wir jeden Freitag machen. Und zwar die Kids aus der Schweiz bewegen und ihnen Selbstwert und Motivation und Erfolgserlebnisse auf den Weg geben. Und aufzeigen, dass es eigentlich gar nicht so viel braucht, um irgendwie einen Step weiterzukommen. Und um viel mehr geht es, glaube ich, gar nicht.